Ja, was haben wir denn da? Ein Boot! Ein großes Holzboot, aber warte mal ganz kurz, wenn ich jetzt gleich näher fahre und die Chunks mal lade, es zerstört sich von ganz alleine. Oh mein Gott, da war noch was anderes drin, da lag noch irgendeine Figur drin. Und sie ist weg. Alles komplett zerstückelt, der Laden. Ja, okay, das muss aber noch ganz entfernt werden, da gibt's gleich Ärger. Das Ordnungsamt kommt vorbei und gibt ein Zettelchen aus oder so. Warte mal ganz kurz, so. Ich bin da und ich nehme noch mal ganz kurz das hier mit und dann gehen wir mal hoch. Jo. Spock! Ja. Wo bist du da? Hier, Spock, darf ich dir. ich hole ein bisschen weiter weg, deswegen hat es gedauert. Alles gut, darf ich dir meine Base zeigen? Deine Base. Du meinst Ja. zufällig die hier? Ja, in die andere Richtung. Aber die gibt's ja auch nicht. Aber das ist nicht meine Base, weil das würde ja gegen die Regeln verstoßen. Ja, das ist Und das vollkommen richtig, weil hier nichts Permanentes sein soll. Die Frage ist aber, willst du das noch mal ganz wegmachen eigentlich? Ja. 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 Okay, wie lange brauchst du dafür? Stunden. Ja, dann gucke ich morgen Abend noch mal. Ja, okay. Was ist, wenn es dann immer noch da ist? Ja, dann hast du jetzt dein Wort gebrochen. Willst du das etwa vor der Projektorga tun? Nein, nein, nein. Nein? Ich tue, was das Ordnungsamt sagt. Okay, darf Ich ich gehe zu auch deiner schon mit Base? Ordnungsamt. Ja, aber kannst du ruhig deine Base zeigen, ja? Wo Ja, muss ich ich hin? habe das schon gesehen, deswegen sage ich das jetzt. Weißt du, was ich baue? Nee. Österreich. Okay. Ja. Ich wäre für Luxemburg. Nein, dann das ist zu klein. Aber also, ich habe Österreich noch nicht angefangen. Das ist jetzt nur so Unterbase. So, also äußerlich nicht bewerten. Das ist alles. Ah ja. Also, ich bin jetzt noch mal ein bisschen höher gedüst. Ja. Nein, äußerlich nicht bewerten. Es geht nur um das Innere. Okay, Hugo, aber pass mal auf. Ja. Ich gehe nur mit, wenn jetzt hier nicht irgendwelche komischen, weirden Aktionen kommen mit. Ich lock Nein, Spark nein. in eine Falle. Nein, 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 nein. Ich mach nix. Ich mach nix. Okay. Sag ehrlich, wie findest du? Wieso ist denn Österreich das Tor zur Hölle? Nein, 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 nein. Das, also, das Äußere wird Österreich. Ich habe noch nicht angefangen. Es geht jetzt nur um die Base, so, weil das ist so nur so Base einfach. Und welches dieser oder generell, oder wo siehst du Ähnlichkeiten zu Österreich? Nein, 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 guck, sag. Äußerlich ist Österreich nur, innerlich nicht. Innerlich ist Minecraft-Base. Ich habe noch nicht angefangen mit Österreich. Das war nur so ein Randfact mit Österreich. Das hier ist gerade Thema Minecraft-Base, einfach nur. Einfach Thema Minecraft-Base, ja? Ja. Ja, wie ein Minecraft-Base sieht's aus. Das kann ich schon mal unterschreiben, ja? Findest du schön? Wie findest du die Wand? Also der Lava-Vorhang, der passt sehr gut rein. Ich würde nur vorsichtig sein, Klümm nicht hierher zu führen. Wegen Diorit. Richtig. Ja, das passt schon. Also im Stil würde ich sagen, du wohnst in einer Geode. Ja, das soll auch so sein. Du hast hier Kalzit am Fußboden, Ja, Amethyst an der gut Decke. erkannt. Genau, ja. Ja, das war so gewollt. Okay, also irgendwas Specialiges hier drin? Was jetzt hier so nochmal extra so Ja. ein Special Block? Ja. Warte. Warte. Ich habe Musik aus, leider, Moment. Scheiße, Ja, ich habe es am Such gestellt. Ja, den Other Side, ja. ja, das ist special. Mit die beste Disc, glaube ich, von den ganzen Tracks. Ich finde sogar besser als Das stimmt. Pickstep. Okay, Spark. Jetzt frage ich dich, du Eis. Der war gut, oder? Der war gut. Von 1 bis 10. Wie ratest du meine Base jetzt gerade Von ein? was? 1 bis 10. Von 1 bis 10, ja. Okay, dann musst du mir aber eine Benchmark geben, sprich, wie ist die Skala gesteckt? Ja, 10 ist gut, also scheiße. Ja, aber im Verhältnis zu was? 1 bis 10 im Verhältnis von den Basen aus der letzten Season?
Nein, nein, einfach. Weil um eine faire Bewertung zu geben, muss ich ja wissen, wie in welche Richtung das gehen soll. Also für eine Craft Attack Base ist es aktuell noch eine 1. Was? Hell no, Spock! Für den Tag Nummer 4, den wir gerade sind. Ja, 3 für mich, 3 für mich. Okay, 3 für Tag 3, würde ich sagen, ist es. Du hast, glaube ich, schon mehr gebaut als 70% der Teilnehmer, weil die meisten alle nur Farmen bauen. Genau. Und die meisten haben nicht mal eine Base. Genau. Du hast sogar dein Lager schon hier gekennzeichnet mit Item-Frames und das, was drin ist. Da ist sogar das drin, was reingehört, und es ist sogar sortiert. Cool. Guck dir mal die Amethystkiste an, du kennst die, das ist ja deine. Ja, ja, ich weiß. Hier auch. Ja. Also für Tag 3 würde ich sagen, ist es, ich sag mal 6 von 10. Das ist solides Fuck, dankeschön. Das nehme ich an. Ja. Kleiner Schocker zuerst und dann, ne? Ich finde deine Base auch cool. Danke, hast du die schon gesehen? Ja, habe ich. Okay, ich dachte gerade nicht. Du hast ein Schloss gebaut. Ja, ja, aber da kommt noch mehr. Spark, ich habe noch eine letzte Frage und dann lasse ich dich in Ruhe. Ne, oh gut, das ist manchmal entertaining. Weißt du, ich gucke auch gerne bei Leuten vorbei, was so abgeht. Also ich muss jetzt nicht sofort jede Minute weg. Ich würde dann bald was essen gehen, aber es ist manchmal sehr. Ich enjoy es manchmal sehr, so ein bisschen auch mit Leuten zu reden, gucken, was die machen. Also find schon mal gut, dass hier sehr wenig Entities in dieser Base sind und die nicht aus zwei Paddeln bestehen. Da hast du das XSL-Bot eigentlich gesehen? Ja, ja, natürlich. Da lag auch irgendeine Figur drin. Als ich gerade in die Rendersons reingefahren, ich habe die Bobby-Mod, da wurde noch das Boot angezeigt. Und als ich dann die Chunks neu geladen habe, war es auf einmal zerstört. Aber ich konnte es von Weitem schon sehen. Weißt du, wer drin war? Ich weiß nicht, ist das derselbe gewesen, der bei Craftech 9 über Revis Base hing? Da hängt doch auch so eine Figur, die da reingepullert hat in den Turm. Nein, das war Buzz Lightyear. Das ist nicht die gleiche Person. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab nur eine Sekunde gesehen, als das Boot sich aktualisiert hat und dann war das weg. Ja, ja, nee. Also Crafting 9 war Buzz Lightyear und jetzt gerade, das war Jeremy Fragrance. Kennst du den? Ja, Jeremy Fragrance sagt mir was. Ja, und mit seinem. Kennst du Dior Sauvage? Ist das eine Parfümmarke? Wegen Dior? Ja. Also ich hab mal so ein Video gesehen, wo der seinen Alltag gezeigt hat, wie viel Cash der macht, ja. Seine 200.000 im Monat. Und da war so eine Doku oder so, von dem habe ich gesehen. Aber was der sonst so macht, weiß ich nicht. Der dieselt sich ein bisschen ein mit Parfüm, ja. Ja, der macht so TikTok, aber TikTok schaust du nicht, oder? Ich schaue es nicht. Ich habe gestern eins hochgeladen. TikTok hat jetzt 250.000 Aufrufe, aber der Account existiert eigentlich nur, damit kein anderer mich da faked, weil das schon passiert ist. Deswegen mache ich es einfach selbst ein. Das ist smart. Okay, aber jetzt meine Frage, Spark. Mhm. Du kennst ja bestimmt den NNN. Weißt du, was das ist? Was? NNN? Nee, sag mir nix. No Nut November. Ah, jetzt geht das wieder los. Hat schon Revifund als Thema gehabt. Der hat das laut, breit und deutlich Trimax erklärt. Und ich habe mich genau an der richtigen Stelle entmutet, um die äußerst prägnant ausgesprochenen Wörter zu hören. Davon gibt's auch einen Clip. Davon habe ich nichts mitbekommen. Da war ich weg. Ja, nee, das war bei uns so in der Ecke, aber ja. Ja, also du weißt, was es ist auf jeden Fall. Genau, und das fällt wieder in die Kategorie dumme Fragen. Und jetzt kommt halt die Frage, die wahrscheinlich auf diese abzielt und an mich gestellt wird, aber ich werde einfach gar nichts darauf antworten. Du musst antworten, Spark. Hä, ich hab's ja doch gerade gesagt. Also machst du mit? Also ich wusste schon direkt, nachdem du das gesagt hast, was du fragen wirst, aber ich habe eine Devise, völlig egal, auf solche bekloppten Fragen, was ich antworte, ich kann nur verlieren. Du kriegst keine Antwort von mir, deswegen. Also, ich bleib da hart. Also. Sag mal, Hugo Mann! Ja. Ja, also gibst du mir keine Antwort? Nee. Ja, okay, was ist der letzte? Mit diesem Fragenstil muss ich sagen, du bist halt nicht der Erste, worauf ich hätte reinfallen können. Das hat Revi schon vor 3 Jahren probiert und der hat es auch nicht geschafft. Damals ein Craftex 7, da war der richtig, richtig, richtig drauf. Ja, und da habe ich dem genauso ebenfalls zurückgegeben. Spark,
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Ja, das habe ich dir schon mal erzählt. Weißt du noch, letztes Craft Attack? Oh, ach so, stimmt. Das mag vielleicht in der Schule der Fall sein, aber im echten Leben ist schwierig. Habe ich vergessen. Aber welchen Anime schaust du gerade? Jetzt geht's wieder los. Genau dasselbe hast du mich auch letztes Jahr schon gefragt. Ja, aber das ändert ja, oder schaust du noch die gleiche? Und ich weiß auch ganz genau, wo diese Frage weiter hinführt. Ach Mann, ja. Es kann doch nicht sein, dass du mich für so doof hältst, dass ich in zwei darauffolgenden Jahren in dieselbe Falle gelockt werden soll. Und ich gebe dir beides mal dieselbe Antwort, als ob ich das vergesse, Hugo. Okay, dann frage ich dich mal, aber dann darf ich dich um etwas bitten, dass du etwas sagst. Das würde mich sehr freuen. Das kommt drauf an, wenn das schon wieder sowas extrem stringig ist, ist es dann nicht. Nein. Kannst du bitte... Warte, ich schreib's auf, okay? Ja. Kannst du das bitte sagen? Das Problem ist, das scheitert an der Aussprache, deswegen abgelehnt. Nein, fuck, es gibt da... Guck, ich sag das... Wallahi sogar. So kannst du das sagen, weißt du? Also, da landen wir schon wieder beim Cringe, das von vorhin, das ging ja noch. Aber weiter fahre ich da nicht. Nein, das ist nicht cringe, wenn du das machst, dann wirst du vergöttert. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, was es bedeutet. Du könntest mir jetzt alles... Ich kann es dir sagen. Walla kennst du ja. Walla heißt bei Gott. Und das He ist nur ein Add-on. Das ist wirklich nur... Damit Wallahi. Das ist so, als würde ich sagen... Hallo, ich schreie da einfach random, weißt du? Also das hier hat keine Bedeutung, nur, also Walla heißt einfach bei Gott, aber das ist ja nicht schlimm. Aber ich will, weil wir sagen ja alle... Ja, das Problem ist, so, das ist ein Insider, der bei euch wahrscheinlich ganz durch die Kreisen gezogen ist, ne? Und ich fühle mich nicht in der Lage, das A, authentisch rüberbringen zu können und B, fühle ich mich ziemlich ausgenutzt, wenn ich das mache, weil ich nicht weiß, welche Auswirkungen... Nein. Das fällt unter Cringe. Das fällt unter Cringe. Cringe. Bitte. Ich gebe dir alle meine Nether-Rüstung, bitte. Nein. Weil mir fehlen zu viele Informationen, um das jetzt guten Gewissens durchziehen zu können. Nein, guck, Wallahi heißt, ich kann dir sagen, was das heißt. Das ist kein so Wort, also das sagen wir, wenn wir etwas ernst meinen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie zu Veto sag, yo, ich habe gerade 10 Euro auf dem Boden gefunden. Da sagt er, Wallahi, du hast 10 Euro auf dem Boden gefunden. Da sage ich, Wallahi, ich habe 10 Euro auf dem Boden gefunden. Weißt du? Das ist einfach nur so, weißt du? Das Problem ist halt, ich sehe schon, wie Farbe und Veto beide bei dir im Stream-Chat chillen und das genauso amüsiert jetzt gerade beobachten. Und das Problem ist, ich bin da zu weit draußen. Ich bin da nicht drin bei euch genug. Kannst du dann nochmal ha machen? Ja, das habe ich heute schon zweimal gemacht. Ein drittes Mal wäre langweilig. Ach Mann. Das muss spontan kommen. Also alles Vorbereitete ist immer weird, wenn das spontan kommt. Kannst du das dann einfach vorlesen? Nein. Ich mach gar nichts. Hugo, ich bin da raus. Ach Mann. Nee, das ist zu gefährlich. Weißt du, vor allem, wenn es von dir kommt, ist es am allergefährlichsten. Ne? Warum? Ja, weiß nicht, was habt ihr noch irgendwie sonst welche Bedeutung dahinter? Ne? Also versucht mich, also immer wenn man versucht, jemanden dazu kriegen, etwas zu machen, hat man irgendwie eine Intention dahinter und das ist halt schwierig. Kannst du kommen sagen? Was, das habe ich vorhin schon gesagt. Ja, aber sag nochmal. Ja, nee, sag mal, ich bin doch kein Affe im Zoo, den du mit dem Stock anpiekst und ey, tanz mal. Ja, das stimmt, das tut mir leid. Ja, richtig, wenn du Stock reinhältst, werfe ich dir Kacke entgegen, so läuft das. Sorry. Ja, aber ich darf dir ja keine Fragen stellen. Dann dachte ich, ja, das kommt drauf an, dass du darfst keine Cringe-Frage stellen. Ja, und das Problem ist, ich bin so weit außerhalb deiner Bubble, dass ja, das ein bisschen schwierig manchmal ist, ne? Aber ja, okay. Du hast recht. Kennst du das Ordnungsamt? Der kommt drauf an, welches. Also, du hast ja bei der Twitch-TV, oder? Nein. Nee, dann alles gut. Dann kenne ich es nicht. Dein ganzer offen? Chat, ich sehe bei dir im Chat, die nutzen alle bei der Twitch-TV. Und ich sehe nur Text, ich sehe kein einziges Emoter. Ja, hast du mein Stream offen? Ich habe mein Stream offen, ja. Okay, dann guck mal kurz.
Das ist Ordnungsamt. Ist das okay? Das ist ein eigenes Better Twitch TV Emote. Ja. Das gibt meine Bundeskanzler gibt's auch. Hier, guck. Bundeskanzler, let's go, ja, der will deine Politik. Der macht also Minecraft für alle Achtklässler verpflichtend. Aber ist das so, also findest du das cool? Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt cool finde. Ich sag mal, mir ist es wurscht, macht ruhig, also keine Ahnung, bothert mich jetzt nicht. Ja, okay. Wallahi, ich hab 10 Euro gefunden. Wallahi, du hast 10 Euro gefunden. Wallahi sogar. Wallahi. Guck, Spark. Nee, ich werde nicht gebaitet. Das Problem ist, alles, was hier so aus der Ecke kommt, ist manchmal gefährlich, deswegen. Nein, Wallahi sogar, Spark. Ja, nee. Ja. Nee, dann das war's. Ja, gut. Also nette Base. Dankeschön.